Grillsalat der ganz besonderen Art. Wie ich den mache, zeige ich euch. Grillsalate sind wirklich sehr, sehr beliebte Beilagen beim Grillen. Den Grillsalat, den ich euch zeige, der hat ein bisschen eine ganz eigene Machart, nämlich den lege ich wirklich auf die Kohle. Das heißt, ich lege Paprika, Zwiebel und so weiter wirklich auf die Kohle und das macht sehr viel zum Geschmack aus. Was brauchen wir alles? Wir brauchen, wie erwähnt, ich nehme da ganz gern diese süßen Spitzpaprika. Dann habe ich frische Jungzwiebeln, dann eine Handvoll Paradeiser, ein Zucchini nehme ich auch dazu. Ihr könnt noch Melanzani reingeben oder noch andere Sachen. Alles, was euch schmeckt, könnt ihr reingeben. Dann braucht man den Saft von 2 Zitronen. Dann, wer gerne mag, ich habe da so scharfe Peperoni, also Chili. Dann Zucker, natürlich Salz, ein gutes, wirklich extravergines Olivenöl und am Pfeffer. Das wär's, wir können eigentlich schon starten. So, beginnen tun wir mal wirklich mit dem Grillen. Ihr seht, ich habe mir da eine Feuerstelle, ich würde da mal sagen improvisiert. Natürlich kann man das an offener Feuerstelle machen oder eben am Griller. Ich habe mir die gleich am Tisch selbst zusammengebastelt. Man nimmt die Paprika und legt sie einfach in die Kohle hinein. Was passiert jetzt mit der Paprika? Da drinnen wird es jetzt irrsinnig heiß und der Saft da drinnen, der beginnt wirklich zu dampfen und der schmort dann im eigenen Saft. Natürlich werden sie schwarze Paprika, das dürfen sie auch werden. Das macht ja auch wirklich den Geschmack später aus, wenn man da das Ganze dann im Salat hat. Natürlich, wir werden einen Großteil abscheren davon, aber wenn Teile davon im Salat sind, glaubt es mir, nicht erschrecken, das schmeckt wirklich gut. Man hört es schon zischen, es arbeitet schon. Gut, schauen wir es uns einmal an, ob die Paprika schon eine Farbe hat. Noch nicht, aber ein bisschen sieht man schon. Einfach so liegen lassen, da kann nichts passieren. Gut, weiter geht's. Wir werden einmal die Zwiebeln herrichten. Das heißt, da braucht man nicht wirklich viel herrichten. Man schaut nur, dass die Ränder wegkommen. Und das wäre es dann schon gewesen. Die kommen dann ebenfalls auf den Grill drauf. Und ebenso auch unsere Paradeiser. Die gebe ich auch jetzt schon rauf. Die vertragen das. Und die werden genauso eine schöne Farbe kriegen. Weiter geht's Zucchini. Da nehmen wir auch einen Teil davon. Ich schäle sie nicht ab übrigens. Braucht nicht unbedingt sein. Ich schneide einfach so einen Streifen. Ihr könnt natürlich kleinere Teile auch machen daraus. Ich schneide sie dann erst immer am Ende, bevor ich es in den Topf reingib. Schauen wir mal, ob wir da schon Farbe haben. Ja, da bekommen wir schon ganz schöne Farbe. Ich drehe das einfach um. Die Paradeis kriegt auch schon eine Farbe. Schaut euch das an, genau so muss das aussehen. Viele Leute erschrecken, sagen, boah, das ist ja alles verbrennt. Ist nur die Außenhaut. Die wird auch nicht wirklich in der Form verzehrt. Inzwischen gehe ich schon her, schneide ein bisschen diese Chili. Ich muss sagen, ich weiß nicht, wie scharf sie wirklich ist. Ich koste es einmal. Ja, die hat ordentlich Biss. Ich glaube, das reicht. Mehr brauche ich da nicht dazu nehmen. Das werden wir einfach ein bisschen klein schneiden. Man sieht, die Paradeis natürlich, die Haut löst sich ab. Und genauso soll es sein. Schaut euch das an. So muss das aussehen. Und da wir hier schon jetzt ein bisschen Platz haben, werden wir gleich die Zucchinis drauflegen. So, ein paar Minuten sind vorbei. Unsere Paprika schauen ganz, ganz toll aus. Genauso sollen sie sein. Die drehe ich noch einmal um. Ebenso, unsere Paradeiser haben es geschafft. Man sieht, die sind ganz schön auch weich und das ist es. Durch diese starke Hitze werden sie wirklich, ich würde jetzt einmal nicht sagen gar, aber sie werden weich. Und was wir jetzt noch machen können, wir legen die Zwiebeln noch rauf. Die brauchen auch noch ihre Hitze und die kommen darauf. Die sind ein bisschen empfindlicher, die lasse ich nicht gar so stark anbrennen, sonst wären es ganz trocken, sonst ist das ganz ausgedörrt. Die sind jetzt sehr heiß, man sieht es, und auch sehr weich. Und jetzt müssen wir irgendwie diese Haut runterkriegen. Und das ist ganz einfach, wenn es da her schaut, ich tue da nur einfach das runterscheren. Und wenn das dann
einigermaßen befreit ist von dem Schwarzen, schaut es so aus, und das ist genau die Idealform. Jetzt mache ich noch die anderen fertig und dann sehen wir uns. Jetzt kommen wir einmal zu unseren Zwiebeln. Die haben genug Hitze, die brauchen nicht länger. Genau das habe ich gemeint. Wenn es zu lange dauert, wird das richtig verbrannt. Das will man nicht. Das kann man natürlich nachher ganz einfach weg. Aber im Kern von diesen Zwiebeln ist der Geschmack. Zucchini genauso, sind fertig. Schaut auch ganz gut aus. Jetzt kommen wir zu den Paradeisern, zu den Tomaten. Die sind jetzt natürlich nicht mehr so heiß, weil das jetzt doch ein, zwei Minuten dauert hat. Die braucht man nur einfach abschälen. Die Tomaten, die Paradeis habe ich fertig, das kann ich einfach weg. Jetzt schaue ich mir noch die Zucchini an. Die sind auch schön. Wenn das so ein bisschen schwarz ist, kratzt das einfach weg. Das geht schon. Das passt genauso. Ein bisschen was darf drauf sein. Aber glaubt mir, wenn ihr das macht, werdet ihr merken, wovon ich spreche. Es riecht schon sehr gut. Es hat einen ganz anderen Geruch, als wenn ihr das irgendwo am Öl ein bisschen ausbrutzelt. Das ist ganz was anderes. So, alle Zutaten fast fertig. Jetzt schaue ich mir noch die Zwiebeln an. Jetzt nehme ich bei den Zwiebeln, wie gesagt, diese trockenen Stellen, die nehme ich einfach weg. Schaut sich was an. Und wenn das dann so richtig schön weich ist, dann ist es richtig. Da schaut es her. Ganz fein. Und ihr seht jetzt, überall ist ein bisschen was Schwarzes dabei. Und genau das muss es sein. Jetzt können wir schon anfangen. Wir gehen einmal zu den Paprikas. Beim Paprika, ihr seht, der ist ganz, ganz weich. Der ist wirklich weich gedünstet. Da gehe ich her und schneide einfach einmal die Kerne. So gut es geht, wenn sie euch stören, einfach weg. Einfach in die Stücke, die ihr wollt. Mundgerechte Stücke. Die Paprika ist geschnitten. Ich sage euch was. Ich probiere das jetzt einfach in die Zitrone hinein. Einfach herrlich. Das müssen wir probieren, wirklich. Ganz, ganz was Feines. So, die Paprika kommt schon rein. Und noch einmal, ihr seht, es ist überall ein bisschen was Schwarzes dabei. Das darf es auf jeden Fall sein. Dann geht es gleich weiter mit unseren Zucchinis. Auch die kommen jetzt noch rein. Und am Ende schneidet man noch die Paradeis. Ebenso. Da könnt ihr Scheiben schneiden oder so Stücke, wie ihr das wollt. Die Paradeis sind auch fertig. Kommen auch da rein. Einmal noch drüber putzen, aber vorher noch die Chilis. Die darf man nicht vergessen. Dann können wir das schon rübernehmen. Jetzt kommt circa nach eurem Geschmack 1 bis 2 Esslöffel Zucker. Es kommt 1/2 bis 1 Teelöffel Salz und die Zitrone. Und das Ganze werden wir jetzt vermischen, damit überall die Zitrone hin kann. Schaut euch was an, wie herrlich das ausschaut. Einfach wirklich ein typischer, klassischer, pannonischer Grillsalat. Ganz was Feines. Und überall ein bisschen was Schwarzes. Das ist ganz was Herrliches. So, nachdem sie das gut durchgemischt hat, kommt jetzt natürlich noch ein Pfeffer drauf und das Olivenöl. Ganz was Feines. Und jetzt schauen wir mal. Das schaut jetzt ganz toll aus. Und das können wir jetzt einmal kosten. Aber dafür brauchen wir eine Gabel. Und Leute, das ist es. Wenn ihr das euren Gästen auf den Tisch stellt, dann habt ihr den Beifall sicher. Ganz, ganz toll. Es ist nicht vergart, es ist nicht vergrillt. Es hat Biss und trotzdem ist es weich. Und diese Röststoffe, die machen es aus. Glaubt mir's, probiert das aus, es wird euch schmecken. Ich wünsche euch eben, dass euch das so gelingt wie mir und eben, dass euch schmeckt wie mir. Alles Gute dafür. Pfiat euch.